as you fade away. Ja, und damit ein ganz, ganz herzliches Hallo hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind natürlich bei der Fraktion Freestar Collective und wir sind noch im Narion-System. Ja, und beim letzten Mal haben wir dann ausgelockt, nachdem wir uns die Quest abgeholt haben. Wir haben einen harten Schlag. Ich kann mal kurz in das Questlog wechseln. Gezielter Schlag, genau. Und auf der Flucht, das sind die zwei, in Anführungszeichen, Hauptquests für das Freestar Collective. Die Versorgungsroute ist ja natürlich selbstverständlich, dass auf Neon, da weiß ich noch nicht, wann wir das machen. Das ist natürlich nur so Nebenkram hier, so zerstöre die Crimson Fleet Ride. Das ist irgend so ein Raumschiff, was wir kaputt machen müssen. Das Casting gehört, das ist auch noch auf Neon. Das würde ich jetzt auch nicht machen. Mantis, was ist das? Spacer-Leiche. Irgendein Außenposten, das könnte man jetzt auch machen. Wir könnten mal ganz kurz zurückfliegen zur UC. Nach Jamerson. Ich würde gerne mal hier oder gucken, was dabei rauskommt hier. Und ich möchte gerne noch hier mal wieder mit der Nachrichtentante reden. Ich glaube, ich habe da ein paar Geschichten zu erzählen, denke ich mal. Gescheiterte Kommunikation könnte man auch mal probieren, ob der die Quest jetzt geht. Ja, müssen wir aber jetzt nicht. Teuflische Lieferungen. Achso, da müssen wir ja zum Mars. Das gehört hier, da kann man mit Undercover zusammen machen. Das gibt es beides im Soul-System. Und die alte Heimat ist, glaube ich, auch im Soul-System. Ja, und das ist nur ein bisschen Kleinkram hier. Müssen wir jetzt nicht machen. Ich würde jetzt einfach mal bei der Hauptquest in Anführungszeichen bleiben. Hier gezielter Schlag, so wie das Spiel hat das schon angeschlagen, die Quest. Würde ich einfach mal lassen jetzt und mal gucken, was dabei rumkommt. Und ja, wir beim nächsten Mal oder übernächsten Mal werden wir wieder mal nach Jamerson reisen. Jamerson reisen. Und da gucken wir uns mal an. Jetzt müssen wir zur Klinik. Ich habe das eben schon mal auf der Karte mir angeguckt, auf der Karte zeigen. Die Klinik ist hier. Da müssen wir hin. Sternstation, die Klinik. Postfettsessen. Und dann springen wir einfach mal hin, würde ich sagen. Machen wir gar kein langes Federlesen. Brauchen wir nicht das ganze Gebäude durchrennen. Narion Dipla. Dipala. Die Klinik Ort entdeckt. Was da? Da müssen wir andocken wahrscheinlich jetzt. So, machen wir das. Ich habe ein bisschen rausgerissen, ne? Dass man direkt aus dem Büro des Captains springen können, direkt ins Gebiet. Finde ich ein bisschen doof, aber was soll das? Das ist schon weit weg noch. So, dock mal kurz an und gucken, ob wir Informationen kriegen über Maria Cruz. Maria Cruz, das Technik-Genie. Und die hat eine Notoperation gebraucht. Das ist quasi unsere Quest jetzt. Maria, Maria. Maria, ihm schmeckt's nicht. Oh, ist ja nicht mehr weit. Ich glaube, ich kann langsam einen Schub zu Schub zurücknehmen. Sieht ja abgefahren aus. Schub weg. So, rufen. Mal sehen, was passiert, wenn ich die rufe. Andockerlaubnis für Klinik erteilt. Die beste medizinische Einrichtung der besiedelten Systeme. Ah, cool. Nice. Das ist cool gemacht. Ja, Starfield ist super geil. Es hat seine Schwächen, das habe ich schon öfters mal gesagt, mit diesem Reisesystem und so. Jo, kein Problem. Ich habe nur R gedrückt. Das war meine ganze Undock-Fähigkeit. So einsteigen. Aufstehen, andocken. Hat seine Schwächen, aber es ist auch super, super geil. Und ich finde super geil überwiegt irgendwie. Die Schwächen, die paar, die das Spiel hat. Komm, Sarah. Ma'am, ich bin nur der Kurier. Ich weiß. Ich gebe nicht dir persönlich die Schuld. Dr. Salvato, wie lange arbeiten wir schon zusammen? Seit etwa einem Jahr, Doktor. Und wie oft haben wir uns in diesem Jahr über verspätete oder verschwundene Materiallieferungen unterhalten? Ich glaube, das ist das dritte Mal. Ja, das kommt ungefähr hin. Dreimal. Ich werde deinen Vorgesetzten gegenüber noch einmal klarstellen, dass die Arbeit der Klinik und damit die Lieferungen lebenswichtig sind. Wir finden notfalls einen anderen Lieferanten.
Jawohl, Ma'am. Verstanden. Danke, Dr. Salvato. Du darfst dich wieder an die Arbeit machen. Ich habe mal bei dem Gespräch zugehört. Da gibt es irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Lieferungen. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Ah, Schiffswartungstechniker. Bei dem können wir jetzt reparieren. Was der Kurier zu sagen hat. Ich hasse diese Lieferroute. Immer bin ich angeblich zu spät. Ach so. Ja. Die sah mir sehr zusammen zugekniffen aus, die Frau eben. Oh, Sarah, setz dich einfach hin. Ist ja nice. Bleib ruhig sitzen. Wir klauen tun wir natürlich nix. So, da gucken wir mal hier. Ich weiß nicht, ob die Varun-Fanatiker im Weltraum leben, von ihrem Heimatplaneten verstanden. Da muss man hinzunehmen. Sonst was. Aber sie plündern, was das Zeug hält. Vorzugsweise die alten Anlagen aus dem Koloniekrieg. Jo, ja, das kennen wir ja. Ja. Priester. Wie geht's? Hi. Ja, gut. Danke. Selbst? Ihr Patient? Wenn's was Schlimmes wäre, hätten Sie mich doch sofort drangenommen. Ja, das stimmt. Oder? Hoffentlich komme ich endlich mal dran. Ja, die Klinik scheint ganz schön überlastet zu sein. Keine hier, Ahnung. Wer bist du? Das ist hier wirklich ein anderes Pflaster als Aquila City. Du bist ja also neu, oder was? Nicht mehr ganz so neu. Ich bin seit gut einem Jahr hier. Wobei, gegen Dr. Davis' Karriere ist das wirklich kaum der Rede wert. Ich freue mich wahnsinnig über die Chance, aber es ist eine ganz schöne Umstellung. Es gibt hier fast nur schwierige Fälle, meistens medizinische Notfälle. Okay, hast du auch mal Pause? Das kommt darauf an, wie man Pause definiert. Wir haben schon ein wenig Freizeit. Wir sind nicht nonstop in Bereitschaft, aber auch nicht weit davon entfernt. Da fällt mir auf, eigentlich habe ich die Klinik noch nie verlassen, seit ich hier angefangen habe. War mir gar nicht klar. Okay, ich könnte das ja nicht ewig im selben Käfig eingesperrt zu sein. Ich könnte das ja nicht ewig im selben Käfig eingesperrt zu sein. Eine solche Routine kann auch Halt geben. Hast du denn nie Heimweh? Nein, eigentlich nicht. Das hier ist jetzt meine Heimat. Die Leute hier sind toll und unsere Arbeit ist extrem wichtig. Das ist alles, was zählt. Oh, stimmt. Hast du irgendwann mal Pause? Wir haben schon nochmal freischalten? Da fällt mir auf. Ich könnte das ja nicht ewig im selben Käfig. Das ist aber auch keine Überraschung. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ja. Es ist eine einzigartige Chance in den besiedelten Systemen. Es ist nicht ideal, aber ich würde gegen nichts in der Galaxie tauschen. Okay. Nochmal, letzte Gesprächsoption. Da fällt mir auf. Eine so Routine kann auch Halt geben. Klar, wenn man der Typ dafür ist. Das ist aber nicht jeder. Es gab schon einige Kollegen, die nach ein paar Monaten wieder gegangen sind. Verstehe ich auch. Wenn man mit den Umständen nicht klarkommt, kann man keine Topleistung liefern. Stimmt. Okay, danke für das Gespräch. Nette Dame. Zu sehen. Kennt ihr nicht mal Abby? Oh ja, Rebecca Armistead. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Einer von den Ärzten pflückt dich ruckzuck zusammen. Bist du der Kurier? Hier hinten darfst du eigentlich nicht sein. Du kannst die Lieferung einfach bei der Dockingschleuse abstellen. Es kümmert sich dann jemand darum. Ich fühle mich nicht gut. Ich brauche einen Arzt. Ich bin kein Kurier. Tauchen hier denn immer viele Kuriere auch auf? Ja, klar. Uns darf auf keinen Fall das Material ausgehen. Man weiß nie, was sich plötzlich für ein Notfall ergibt. Naja, dann macht dir wenigstens Dr. Darvish keinen Stress. Aber naja, eigentlich ist es nicht so gedacht, dass hier einfach Leute herumspazieren. Ja, aber ich bin ja schließlich ein Deputy. Esitas Kotlewski. Sei gut und halte dich von den Ärzten fern und störe niemanden bei der Arbeit. Das wäre nett. Und falls du was brauchst, ich bin hier, ja? Okay. Ja, reicht, danke. Ich drücke jetzt nicht die ganzen Gesprächsoptionen meiner Tante durch. Die ist irgendwie langweilig. Ich bin beschäftigt. Die letzten Fehler sind alle beseitigt. Ich habe also ungefähr 10 Minuten, bis wieder was kaputt geht. Arbeitest du immer an Computern? Ja, irgendjemand muss es machen. Erstklassige medizinische Versorgung, aber die Technik ist veraltet. Das Budget ist knapp und wird gebraucht, um die Patienten am Leben zu halten.
Hinter den Wänden schlummert auch noch jede Menge uralte UC-Technik, die gekoppelt werden will. Ich habe viel zu tun. Okay. Könnt ihr die nicht einfach alles upgraden und automatisieren? So schlimm kann die Lage doch nicht sein. Hast du keine Angst, dass dich irgendwas anstecken könnte? Früher hast du keine Angst? Aber dann ist mir klar geworden, dass ich mir überall was einfangen könnte. Und wenn ich mir was einfange, bin ich hier besser aufgehoben als irgendwo sonst. Also ist das insgesamt schon okay so? Das ist erschreckend logisch. Kannst du nicht einfach upgraden? Dann wäre ich aber arbeitslos, nicht wahr? Du hast aber nicht ganz unrecht. Nur müsste dazu irgendjemand Dr. Darwish überzeugen, dass das wichtig ist. Und das habe ich vor Jahren aufgegeben. Kannst du mir was über die Anlage erzählen? Ach, du kennst sie nicht. Okay, die Kurzform. Die UC haben die Station 2194 gebaut. Sie lag außerhalb ihres angestammten Gebietes, was für ein bisschen Streit und ein bisschen Krieg gesorgt hat. Ein bisschen Krieg? Nach einer Weile, einer viel zu langen Weile, da sind sich die meisten einig, war der Krieg vorbei. Eine der Bedingungen war, dass das Freestar Collective die Station bekommt. Okay. Die UC haben den Krieg also verloren? Ich war nicht dabei, aber das klingt nach so einer Situation, wo beide Seiten sagen, sie hätten gewonnen, aber eigentlich haben alle verloren. Seitdem wird die Klinik vom Freestar Collective kontrolliert. Seit über 100 Jahren, glaube ich. Das hast du schön gesagt. Mit der Zeit hat sie sich immer mehr auf exotische Krankheiten konzentriert, die die Leute von Planeten- und Weltraumexpeditionen mitgebracht haben. Macht im Grunde nichts anderes mehr. Wir führen die Arbeit heute fort. Macht mich ehrlich gesagt richtig stolz, wenn ich mir das nochmal so bewusst mache. Okay. Gut, reicht mir, danke. Ja, bin noch mit dem gesprochen. So, dann guck mal, suchen wir mal den Onkel. Fixiert mich, was will die? Hier gibt es immer mehr als genug zu tun. Okay. Willkommen Moin. In der Klinik. Ich bin Dr. Darwish, medizinische Leiterin. Kann ich dir helfen? Du hast ganz schön dreckige Haut. Ich brauche medizinisches Material. Ich sehe mich nur um. Ich bin geschäftlich hier. Das ist ein Krankenhaus. Der Name hat's verraten, oder? Wir sind eine der wichtigsten medizinischen Einrichtungen in den besiedelten Systemen und nehmen unsere Arbeit sehr ernst. Ja, okay. Ich bin geschäftlich hier. Tatsächlich? Ja. Ich habe aber gar keinen Termin eingetragen. Muss auch nicht. Unser Schwerpunkt ist die Astrovirologie. Unsere Patienten sind also meist ungewöhnliche Fälle, die langfristiger Pflege und manchmal auch unorthodoxer oder experimenteller Behandlung bedürfen. Unsere Erfolgsbilanz spricht für sich. Aber wir haben deswegen kaum Kapazitäten für andere Fälle. Ich weiß nicht, was du hier zu erledigen hast, aber ich vertraue darauf, dass du es zügig erledigst und mein Personal und unseren Betrieb nicht störst. Okay. Ich helfe dir gern bei deiner Forschung. Leitest du die Anlage hier? Du hast von Astrobiologie geredet. Was genau ist das? Ich kann dir gern bei deiner Forschung helfen. Ach ja? Nun, zusätzliche Forschungsproben können wir eigentlich immer gebrauchen. Je mehr Daten wir über die besiedelten Systeme sammeln, desto schneller können wir neue Krankheiten diagnostizieren. Theoretisch zumindest. Wir könnten dich wohl als unabhängigen Auftragspartner beschäftigen. In der außerirdischen Flora und Fauna gibt es natürlich vorkommende Antimikrobiotika. Wenn du uns zusätzliche Proben beschaffen kannst, sind ein paar Credits für dich drin. Oh wow. Sammel 7 Proben für Dr. Darwish. Oh Gott, 11 von 7? Da haben wir schon irgendwas geschafft. Ich habe... Tatsächlich. Danke. Das wird unsere Forschung weiterbringen. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht jetzt. Körperflüssigkeiten. Nice. Ich kann ja auch immer die Ressourcen verkaufen, glaube ich, oder was. Aber lassen wir jetzt erstmal sein. Ich glaube, hier gibt es noch mehr zu erkunden, als ich jetzt Zeit habe zu erkunden. Wir können jetzt auch nicht mit jedem Doktor reden. Wir suchen uns erstmal unseren Questgeber. Waffenkoffer. Ey. Ich bin nur hier, um den Frieden zu wahren. Wenn Van Amistad. Hilfe brauchst, bist du bei oh mir Gott. Falsch. Ja? Hast du Schwierigkeiten? Nee, nein. Moment mal. Du bist der neue Deputy, oder? So sieht's der aus. Marshall schickt regelmäßig Berichte zum Stand deiner Ermittlung. Super, das spart uns beiden Zeit. Dann weißt du ja, dass ich Mitglied der First aufspüren muss. Gut, ich will nämlich keine Zeit mit Erklärungen vergeuden. Was sagt er über mich? Ich kann doch nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Nichts Negatives, falls du dich das fragst. Konzentriere ja, dich einfach auf deine Aufgabe. Ja, super. Super, das spart uns beiden Zeit. Gut, ich habe nämlich keine Zeit mit Erklärungen.
Dann weißt du ja, dass ich Mitglieder der Fürst aufspüre. Und zwar mit Erfolg, was man so hört. Ben Amistad, freut mich. Tja, das ist wohl die Quintessenz. Du bist das neueste Mitglied der Ranger, ich das älteste. Also ist eine First-Söldnerin hier in der Klinik. Sie hatte ein dringendes medizinisches Problem, also dürfte sie hier sein. Genau das will ich herausfinden. Vielleicht, sie musste operiert werden, aber ich weiß nicht warum. Genau das will ich herausfinden. Direkt loslegen, was? So ist es, ja. Hier gibt's die beste Behandlung in den ganzen besiedelten Systemen. Viel besser als alles, was diese UC-Schweine haben. Witzig, oder? Wo sie die Station noch gebaut haben. Ich weiß, wer dir da helfen kann. Hier entlang, Deputy. Okay, Folge Ben Amistad. Unter uns? Ich weiß nicht recht, warum jemand das Bedürfnis hatte, hier einen Ranger zu stationieren. Ich bin im Prinzip nur ein besserer Bodyguard für Dr. Darvish. Sie hat hier das Sagen und sitzt auch im Rat der Gouverneure. Das Personal ist nicht gerade begeistert von meiner Anwesenheit. Und ich mag das Pack auch nicht. Ein Haufen aufgeblasener Eierköpfe, wenn du mich fragst. Bis auf Ari. Der ist der Einzige, mit dem ich mich hier unterhalten kann. Hey, Ari, du Schuft. Schuftest du fleißig? Weitergehen? Hey, Chief. Ich würde sagen, fleißig ist noch untertrieben. Was führt dich her? Der Deputy hier könnte Hilfe brauchen. Ich wollte nur mal sehen. Ist auf der Suche nach einer Patientin. Langweilig ist mir nicht. Mal sehen, was ich tun kann. Danke der Nachfrage, Rebecca. Dann lass ich dich mal in Mr. Millers fähigen Händen. Natürlich. Wenn noch was ist, ich bin im Büro. Alles klar. Danke, Ben. Allein durch die Art. Ziemlich vorurteilbehaftet. Alter Spinner. Ari Miller, Ari, wer hat eben schon das Vergnügen? Ich versuche dir zu helfen, aber unsere Computersysteme spielen verrückt. Ja klar, muss ich wahrscheinlich auch noch das Computerproblem lösen. Interessant, die Frau, die ich suche, ist eine Computerexpertin. Die Patienten haben keinen freien Zugriff auf unsere Systeme. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Aber wir behalten das im Hinterkopf. Du Spinner. Also, hinter wem bist du her? Hinter deiner Mutter. Hinter einer ehemaligen Soldatin namens Maria Cruz. Sie hat ihm im Koloniekrieg tapfer gekämpft. Hinter einer gnadenlosen Söldnerin namens Maya Cruz. Ich werde sie zur Rechenschaft ziehen. Ihr Name ist Maya Cruz. Aber warum soll ich das werten? Ich sage einfach ihren Namen, genau. Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht können wir die Sache anders angehen. Weißt du, weswegen sie hier ist? Ja, ein wenig. Es war ein Notfall, der eine längere Behandlung benötigt. Eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass sie eine lange Krankenhausaufenthalt nötig war und es dringend klang. Ist egal, sie ist eine Kriminelle und wird kriegen, was sie verdient, so oder so. Hä? Ein wenig. Eigentlich nicht. Eigentlich wissen wir es nicht, oder? Wenn es genau nimmst, wissen wir es nicht. Das wird uns schon weiterhelfen. Mein Terminal hat Zugriff auf die Patientenakten. Falls die Datenbank funktioniert, komm mit! Wie soll ich das denn bitte alles alleine schaffen? Alter, bleib ruhig, chill deine Base und laber mich hier nicht von der Seite voll. Wenn du meinen Lösen siehst, verpass ihm ordentlich eine. Er hat ein gutes Herz, aber in letzter Zeit ist er ständig müde. Also eins muss man diesen Ärzten lassen. Okay, die arbeiten echt hart. Warte einen Moment. Können wir den Kit klauen? Maya Cruz. Maya Cruz. Komm schon, Maya. Bitte sei da drin. Ja, die wird schon nicht unter ihren eigenen Namen einwirken, okay, Mann. Mal sehen. Oh, keine Treffer für eine Maya Cruz. Das wäre wohl Witz, oder? Sprich mit Mr. Miller. Emily. Milli Vanilli. So nenne ich die Folge. Wenn Maya hier ist, nutzt sie wohl einen Decknamen. Was eigentlich logisch ist, wenn die Ranger hinter ihr her sind. Auf irgendjemand muss die Beschreibung doch wenigstens teilweise passen. Also eine Sackgasse. Was ist, wenn sie die Akten manipuliert wurden? Wenn du nicht mehr zu bieten hast, bin ich allein vielleicht besser dran. Auf irgendjemand muss doch die Beschreibung wenigstens teilweise passen. Lass mich kurz nachdenken. Okay, Moment. Ich weiß, dass wir gerade ein paar Patientinnen haben. Candace zum Beispiel. Wie hieß sie doch gleich? Doolin. Candace Doolin. Und diese Nakamori, Jane, glaube ich. Ich weiß spontan nicht, warum sie hier sind, aber das ist schon mal ein Anfang.
Ja, das stimmt. Ich rede mit den Patienten. Das ist nicht gerade viel. Das sind jetzt einzigen zwei, die du dich erinnerst. Aus dem Stegreif schon, ja. Okay. Aber wir haben hier eigentlich sowieso nie viele Patienten gleichzeitig. Ah, okay. Das ist einfach zu teuer für die meisten. Stimmt. Ich rede mit den Patienten. Danke. Tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte. Ich suche weiter. Vielleicht finde ich irgendeinen Hinweis. Ja. Eigentlich ist der Waller ziemlich nutzlos, aber er weiß natürlich die zwei Namen, mit denen wir sprechen können. Sehr gut. 36, 38, da gehen wir zuerst zu 36. Bin hier gespannt. Im Weltall? Dann jo. Werde bloß nie wie diese Spacer. Ja, hatte ich nicht vor, danke. Mich würde interessieren, ich muss ganz kurz mal in die Einstellung, ich muss Tastenbelegung, ich muss mal sehen, ob ich irgendwie langsam laufen kann. Wenn ich hinter NPCs laufe, dann muss ich immer so tippeln und das mag ich nicht. Schleichen, sprinten, springen. Caps Lock zum Laufen halten, immer laufen, automatische Bewegung. Oh, ich kann automatische Bewegung machen. Namens Lock. Nee, geht nicht, glaube ich. Doch so geht's. Caps Lock gedrückt halten. Diese armen Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, unter etwas zu leiden, das niemand versteht. Bitte geh. Es muss beängstigend sein. Stimmt. Hast du recht, Sarah. Fühl dich. So, red mal mit der. Hey. Was gibt dir das Recht, hier hereinzuplatzen? Du bist doch nicht mein Arzt. Verschwinde, bevor ich die Security rufe. Ich bin deine Mutter. Marke zeigen. Tut mir leid, dich zu stören. Ich muss nur kurz mit dir reden. Marke zeigen. Ich bin Deputy S.C. Dasko Lesky von dem Freestyle Rangers. Marke zeigen. Die hier gibt mir das Recht. Du wirkst angespannt. Hast du was zu verbergen? Na komm, wir können mit der Marke mal wedeln. Wir können die Marke zeigen, aber trotzdem respektvoll sein. Tut mir leid, dich zu stören. Ich muss nur kurz mit dir reden. Meinetwegen. Wenn es nicht lange dauert. Ich sammle Informationen. Was hat dich in die Klinik geführt? Ich will einfach nur wissen, warum du hier bist. Die Wahrheit. Du steckst im Ernst in Schwierigkeiten, Maya. Ich rate dir dringend zu kooperieren. Ich sammle nur Informationen. Nun, ich hatte nicht vor, hier zu bleiben. Ich bin Kurier. Ich habe vertrauliche Dokumente zur Klinik gebracht. Ich wurde von Piraten angegriffen. Ich bin entkommen, aber meine Lebenserhaltungssysteme wurden beschädigt. Als ich hier ankam, war ich schon halb tot. Ich wurde gerettet und kam auf die Intensivstation. Das war vor 2 Tagen. Ich glaube, das ist nicht ganz die Wahrheit. Meine Arbeit erfordert ein gewisses Maß an Diskretion. Genau wie deine. Ich habe dir alles gesagt, was ich preisgeben kann, Deputy. Oha, wir haben 6 Überzeugungspunkte. Die Frau ist ja richtig hart. Und wir haben nur 3 Züge. Ich muss doch einen Weg geben, wie wir hier beide als Sieger hervorgehen. Wir finden bestimmt eine Lösung. Ich habe hier nur ein kleines Fenster, ja? Die Zeit drängt. Ich muss doch einen Weg geben. Hä? Das hoffe ich auch. Ja. Schadet doch nicht, wenn du mir alles erzählst. Plus 3. Könnte vielleicht gehen. Ja, ich weiß, das wird gut. Scheiße, also wir können jetzt nur noch den 5er machen oder den 6er. Ich habe keine Lust mehr zu fragen, raus mit der Sprache. Ich habe nur ein kleines Fenster. Nicht mein Problem. Du bist noch nicht überzeugt, das merke ich. Wenn du mir nicht glaubst, frag Mr. Miller am Empfang. Er kann bestätigen, wer ich bin und wie ich hergekommen bin. Okay, danke. Das sollte reichen. Überzeugen hat leider nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt laden soll. Aber vielleicht ist da irgendeine Information dabei, die ich gebrauchen kann. Ich guck mal schnell, lade, ob ich, wie lange die letzte Ladung weg zurückliegt. 53. Vor 3 Minuten. Ich lade mal schnell. Lass mal probieren. Vielleicht kann ich die doch noch überzeugen. Menschen. Was gibt dir das vorstellen? Ja, Marke zeigen, tut mir leid, nicht zu stören. Wir hatten jetzt schon, ich sammle nur Informationen. Ich bin Kurier. Ich wurde von Piraten angegriffen. Piraten an.
überzeugen. Meine Arbeit erfordert ein gewisses Maß an Diskretion. Genau wie deine. Ich habe dir alles gesagt, was ich preisgeben kann, Deputy. Ich glaube das nicht. Es gibt doch keinen Grund für uns beide ein Problem zu haben, oder? Ich brauche Informationen, die Sache wird nicht auf dich zurückfallen. Wenn das irgendjemand rausfinden würde. Sorry, ich will keinen Ärger machen. Ich will nur einfach nur durchsprechen. Ich will das einfach nur durchsprechen. Es gibt nichts zu bereden. Ich habe mich klar ausgedrückt. Ja, okay, verstehe. Oh. Okay, pass auf, ich habe nicht gelogen. Aber ich habe dir auch nicht alles gesagt. Ich bin sozusagen freischaffende Informationshändlerin. Ich wollte hier an geheime Forschungsmaterialien kommen und sie dann verkaufen. Ich weiß, dass das illegal ist. Aber es ist ein Verbrechen ohne Opfer. Du kannst dir ja vorstellen, dass ich diese Information lieber geheim halten würde. Ich entschädige dich auch gerne dafür. Komm, oder? Also, was soll man jetzt? Der Mann am Start macht da eh nix. Also, fetter Sack, der in seinem Stuhl sitzt die ganze Zeit. Und 1000 Credits kann ich gut gebrauchen. Ich behalte den. Wir können natürlich jetzt hier den Captain America raushängen lassen. Aber ich denke mal, ach komm. Schön, dass wir uns verstehen. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich mich jetzt gerne ausruhen. Unglaublich, dass du für Credits ein Auge zudrückst. Ich bin schockiert. Oh, sorry. Mist. Ach, fuck, Mann. Nee, das können wir natürlich nicht so lassen. Sorry. Nee, wir können Sarah nicht enttäuschen. Das will ich nicht. Ach, Mann. Ich dachte, wir können da in Ruhe. Ich weiß nicht. Verbrechen ohne Opfer, hat sie ja gesagt und so, ne? Ich lade nochmal, komm. Ach Mist. Sorry Leute, es tut mir leid. So wollte ich nicht spielen und so will ich auch nicht spielen. Ihr wisst das ja natürlich. Ich dachte, ich bin einmal ein kleines bisschen unter etwas zu leiden, das unehrlich. Es muss beängstigend sein. Ich bin Kurier. Ich wurde von Piraten als ich hier ankam. So zu 1000 Credits überzeugen. Meine Arbeit erfordert ein gewisses Maß an Diskretion. Genau wie deine. Ich habe dir alles gesagt, was... Ja, okay. Ist ja easy. Okay, pass auf, ich habe nicht gelogen. Aber ich weiß, dass das illegal... Du kannst dir... Ja, du kannst nicht hier das Zeug dazu... Wie du meinst. Ranger Armistead ist meinem Angebot gegenüber sicher aufgeschlossener. Lass dich von dem Gerede bloß nicht umstimmen. Hm? Du tust das Richtige. Danke, Sarah. Okay, cool. Ist halt so. Kann ich es nicht ändern? Ich melde das. Können wir das gleich machen? Ich gehe mal schnell hin. So, Ranger. Amistad. Wo ist der Blödmann? Ah, der macht eh wahrscheinlich eh nichts, der fette Typ. Sitzt auf seinem fetten Stuhl. Und da siehst du, der sitzt wieder oben auf seinem Stuhl. Der macht überhaupt nichts. Und der weiß gar nicht, was er hier soll. Ey, Ben. Ari kann sich bestimmt um dich kümmern. Hier, Jane Nakamori hat gestanden, eine Datendiebin zu sein. Die Frau, die von ihrem Schiff gerettet wurde. Das hat sie doch sicher nicht einfach freiwillig ausgeplaudert. Sie hat offensichtlich was zu verbergen, also habe ich sie überzeugt, ehrlich zu sein. Okay. Gute Arbeit. Konzentrier dich auf deinen Fall und überlass Nakamori mir. Ich sorge dafür, dass sie keinen Ärger macht. Gut. Gut, haben wir jetzt das gemacht. Also, können wir ruhig schlafen wenigstens. Haben wir zwar keine 1000 Credits, aber wir können ruhig schlafen. Die Schmerzen sind ja, das passt besser. Ein klein wenig unter Kontrolle. Die ist älter, das passt besser. Oh, hallo. Hallo. Bist du hier, um mir Gesellschaft zu leisten? Na klar. Die Ärzte und Pfleger haben nie Zeit, sich einfach mal mit mir zu unterhalten. Sind immer alle zu beschäftigt, sagen sie. Ich bin in Freezer Ranger-Angelegenheiten hier. Sorry, ich bin nicht hier zum Plaudern. Wie furchtbar rücksichtslos. Ganz meine Rede. Das kann ich zu Hause bei meinem Mann auch haben.
Der ist genauso schlimm, hat nie Zeit zum Reden, könnte nicht stillsitzen und zuhören, wenn sein Leben davon abhinge. Er könnte mich ja ruhig ab und zu mal besuchen, wo ich doch schon so lange hier bin. Aber nein, ich kriege nur gelegentlich einen Brief, dass er zu beschäftigt damit ist, sich alleine um den Hof zu kümmern. Dann stell doch jemanden ein, sage ich ihm dann. Und dann schimpft er nur, dass wegen den Arztrechnungen kein Geld mehr da ist. Ha. Vielleicht sollten wir weiter? Schluss mit dem Gerede von deinem Mann. Können wir kurz das Thema wechseln? Ich muss dir ein paar Fragen stellen, tut mir leid. Willst du über Fragen reden? Davon habe ich jede Menge. Zum Beispiel, warum diese sogenannten Ärzte nicht rausfinden, was mit mir los ist. Mir tut einfach alles weh. Der Kopf, die Knie, der Rücken. Und ich habe Verdauungsprobleme und alles mögliche andere. Ich sage ihnen ständig, dass ich mir seit 3 Monaten keine Notoperation. Mache einen Test nach dem anderen. Ich bin schon fast pleite. Hört ihr auf zu reden! Medizin, du bist nicht meine Verdächtige, sondern nur hypochondrisch. Ich glaube, ich kann dich als Verdächtige ausschließen, wobei, weißt du was, vergiss die Fragen, wir sind fertig. Du bist seit 3 Monaten hier? Du hattest also keine Notoperation? Nein, hatte ich nicht. Bisher jedenfalls. Käme aber nicht überraschend, sobald die erstmal wissen, was das für ein Alien, Parasit oder Virus oder was auch immer ist. Medizin, du bist nicht meine Verdächtige, sondern nur hypochondrisch. Also bilden sich die Krankheit nur ein. Du bist seit 3 Monaten hier? Ich glaube schon, ja. Aber man verliert hier das Zeitgefühl. Ich kann nur diese weißen Wände anstarren und habe niemanden zum Reden. Da dauern die Tage ewig. Das glaube ich. Okay, also Medizin. Ui, kennst du aber schwierige Wörter, du Genie. Wenn ich mich jetzt besser fühlen sollte, ging das nach hinten los. Tue ich nicht. Ich dachte, die ach so edlen Freestar-Ranger helfen Menschen in Not. Wenn du mich fragst, leidet dieser glänzende Ruf in letzter Zeit ganz schön. Aber gut, geh ruhig. Lass dich von den Sorgen einer armen Bürgerin nicht von deiner höheren Berufung abhalten, wie auch immer die aussieht. Okay, shit, die ist es also auch nicht. Aber können wir mit dem Arzt reden? Komm mit Sarah. Entweder spielt die ein abgekartetes Spiel. Oder was ich mir auch eben überlegt habe, vielleicht arbeitet der Ari mit der zusammen, Alter. Der ist mir eh so suspekt, der Typ. Hey, wie Alter, lief's? Fuck Nerd. Zu Erfolg? Nein, ich hoffe, du hast neue Informationen für mich. Das war reine Zeitverschwendung. Ich habe noch ein paar Fragen zu diesen Patientinnen. Okay, schieß los. Mrs. Doolin sagt, sie ist seit Monaten hier und wurde nie operiert. Stimmt das? Yep, die wohnt hier quasi. Aber ich denke mal, dass ihr bald das Geld ausgehen wird. Ist eigentlich echt traurig. Sie will einfache Aufmerksamkeit und jemanden zum Reden. Unter uns. Ich habe das Gefühl, dass es mit ihrem Mann nicht sonderlich gut läuft. Jane Nakamori war ein paar Tagen aus ihrem Schiff gerettet. Der Kurier? Ja, stimmt. War eine Weile ganz schön haarig. Sie hat Glück, dass sie noch lebt. Mehr brauche ich nicht, danke. Ich bin mit den Patientenakten weitergekommen und habe noch eine Kandidatin für dich. Sie heißt okay. Catalina Rivera, wurde urplötzlich für irgendeine Notfallbehandlung hergebracht. Alles klar. Ich sollte das eigentlich nicht sagen, aber sie war in üblem Zustand. Die gute Nachricht ist, sie passt auf dein Profil. Die schlechte, sie ist Gast in unserem VIP-Flügel. Da hat nur autorisiertes Klinikpersonal Zutritt. Nicht mal ich darf da rein. Mir fällt schon was ein. Ich dachte, die Ranger dürfen sich im gesamten Freestyle-Raum frei bewegen. Ich gehe aber, wenn mich jemand aufhalten will, wird er es bereuen. Was kannst du mir über den VIP-Flügel sagen? Da gibt's quasi die Luxusbehandlung mit größeren Zimmern, besserem Essen die bestimmt, und anderen Vorzügen. Kostet ein Vermögen. Außerdem sichert die Klinik im VIP-Flügel Diskretion zu, weshalb ihn nur wenige Mitarbeiter betreten dürfen. Okay. Ich dachte, die Freestyle-Ranger können sich überall bewegen. Naja, ich glaube, den Ärzten hier ist es relativ egal, was Ranger theoretisch dürfen sollten. Dr. Cassidy leitet den VIP-Flügel. Ohne seine Zustimmung kommst du da nicht rein.
Leider nimmt er es mit den Regeln wirklich sehr genau. Und Besucher brauchen eine Voranmeldung. Das hast du nicht von mir gehört. Aber ich weiß zufällig, dass er irgendwo in seinem Büro eine Ersatzschlüsselkarte hat. Ich hoffe, das hilft dir. Danke. Okay. Verschaffe dir Zugang zum VIP-Flügel. Dr. Cassidy. Bist du Dr. Cassidy? Nein. Du Dr. Cassidy? Nein. Wenn Dr. die Leute Cassidy? Mal aufhören würden, ihre Nase in jedes unerforschte Biom der Galaxie zu stecken, hätten wir vielleicht echt was weniger. Ja, gut. Ohne Erkunden kein Forschen, gell, oder was war? Dr. Cassidy. Das ist zum Glück nicht da. Dietrich, den glaube ich jetzt nicht. Ich habe welche. Aha. Safe, Inhalt stehlen, einsteigen. Einsteiger, Stift, Tabletten. Reminder, Run Daily Diagnostics. Ist natürlich die Frage, gell? Also wenn die eine Schlüsselkarte hat, dann ist sie doch bestimmt da drin oder in dem Safe. Wie war das nochmal jetzt? Ich hab 25, das ist gut. So, die haben wir schon mal. So. Schlüsselkarte, das. Das alles andere lassen wir drinne. Hat, muss etwas Wichtiges versteckt haben. Ja, Sarah, ich hab's schon. Du hast nichts gesehen, Sarah. So, wir haben eine Schlüsselkarte geklaut. Der Einfachheit halber. Wahrscheinlich kann man ja auch überreden, den Typen, weiß ich nicht. Klinikpersonal. Wenn du überlegst, in die Medizin zu gehen, musst du dir echt sicher sein. Richtig, richtig sicher. Okay. Meldet sich da unten irgend so ein, ja, J-Downloader, der Spinner. Schlüsselkarte. So, ja, wir sind natürlich jetzt hier auf dem Weg. Das Gute ist, bei unserer Spielweise, wir müssen nicht alles durchsuchen und alles klauen. Wir sind nicht allein. Wow. Toter. Verbände, Rattler. In der Raumstation rumballern ist vielleicht auch nicht so schlau. Wo? Ah, shit. Da hat es uns beinahe entschärft. Hier ist nichts. Kann ich mir nichts angucken. Ich nehme auch nicht. Ich glaube auch nichts. VIP-Doc. Mal auf L. Suche nach Hinweisen. Ich soll nach Hinweisen suchen. Ah, in dem Raum. Alles klar. Ordner. Notizbuch. Reizer. Wir können Hinweise aussehen. Drahtspule. Ach hier, wichtig, sofort lesen. Entschlüsselungssequenz abgeschlossen. Maya, die Rangers sind uns auf der Spur. Sie werden dich finden. Und wenn sie das tun, wird dich eine falsche Identität nicht schützen. Es wäre besser, du versteckst dich an einem sicheren Ort. Dein Unterschlupf in der alten Asteroidenmine von Sarkov wäre perfekt. Es wäre vielleicht auch kein Fehler, eins der Notfallschiffe der Klinik zu stehlen, für den Fall, dass du schnell verschwinden musst. Ich weiß, du hast nicht viel Zeit. Die Operation ist fast vorbei. Du hast für uns wichtige Arbeit geleistet. Falls ich nicht mehr die Chance bekomme, dir persönlich zu danken, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich dir für deine Tat,
Tapferkeit und der Loyalität der Einheit gegenüber ewig dankbar sein werde. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Major Hull. Okay. Begib dich nach Sakov. Okay, wir sind hier fertig. Pilzüberbrückungsmodus. Mainframe. Andere Admin-Programm deaktivieren. EIP-Service. Hier sind wir sind hier, um zu helfen. Privatsphäre geht vor. Ja gut, das ist alles nur so Geplänkel. So, dann auf geht's. Wir müssen weg. Wir haben keine Zeit. Ich weiß nicht, was es hier noch zu erkunden gibt oder was es vielleicht hier noch für Sachen gibt. Aber wir können ja jederzeit wieder zurückkehren. Ich hätte einfach nach Aquila City gehen sollen. Ist sicher nichts Schlimmes. Jo. Aber kann ich, will mich noch kurz abmelden, vielleicht bei Ben. Hier, Ben. Alte Kanone. Harry ist ein guter Junge. Ich weiß noch, wie ich damals als Deputy angefangen habe. Ist lange her. Ja, ich nehme an, du hast nicht viel zu tun, hä? Damit liegst du richtig, ja. Selbst wenn es Ärger gäbe, was fast nie der Fall ist, würde sich die Freestar Security darum kümmern. Ehrlich gesagt, fällt dieser Posten in die Kategorie Staffage. Seit die Klinik vom Freestar Collective kontrolliert wird, gibt es hier einen Ranger. Das soll die Leute wohl daran erinnern, wer hier das Sagen hat. Ah, verstehe. Gut, alles klar. Danke für dein Gespräch. Danke für deine Hilfe. Wir müssen los. Wir gehen auf zur Frontier und dann geht's ab das nach. Ist schneller geht's de facto nicht. Jo, ich weiß. So, ab in die Frontier. So, aber ob wir die diese Dame erwischen, die Maya, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute mal Emergency Room Style und in dem Sinne bis zum nächsten Mal.